Ich bin absolut überzeugt von dem, was wir hier tun. Das ist ein gutes Gefühl. Und dadurch ist der Druck, den man abbekommt, ist der Stress, den man hat und auch die Verzweiflung, die man manchmal hat als Darsteller, ist in Kauf zu nehmen. Ich bin schuldlos, doch euer Blick wird mir zur Qual. Ich bin schuldlos, ich habe keine andere Wahl. Der Hass hat sich in mir geballt, bin ein Kind der Gewalt. Tybalt ist ein sehr stolzer Mensch, ein sehr arroganter auch. Und diese Jacke unterstreicht es. Ich finde, die Jacke ist wie von einem Torero. Es ist eine Stierkämpferjacke. Und das ist genau das, was Tybalt braucht. Nur einem Wunsch, dem folge ich. Mein lieber Freund, ich töte dich. Gut, Sie sind Sänger, aber tanzen müssen Sie können. Kämpferische Akrobatik, die sich bis ins Aggressive steigert und in manchen Momenten auch spielerisch wirkt, ist harte Knochenarbeit. Das ist das Gute daran, Regisseur und Choreograf zu sein. Du bestimmst, die anderen machen. 650 Bewerber kämpften um 43 Rollen. Einen Transfer besonderer Art vollzog der Schwede Matthias Edenborn. Der ehemalige Profifußballer wechselte von AEK Stockholm zu VBW, den Vereinigten Bühnen Wien. Ich muss mein erstes Mal in meinem Leben tanzen jetzt. Und das ist ganz viel. Also viel Solotanz, viele Lifts. Das heißt, ja. Und das ist total schwer für mich. Weil als Fußballspieler ist mein Körper ist für was anderes trainiert. Ich bemühe mich wirklich, aber die Beine versagen den Kopf dem Dienst. And of course, Matthias was Matthias sagte, oh Gott, ich habe noch nie getanzt. Und ich? Das ist dein Problem, nicht meins. This is your problem, it's not mine. Ein Klassiker in neuem Gewand. Rottöne charakterisieren Julias Familie. Rot steht für Feuer und Leidenschaft. Das passt zu den Capulets. Es ist aggressiver als das romantische Blau, in dem die verträumten Montagus durchs Stück tanzen. Es ist eine Bande junger Leute und man erkennt sie an den Farben. Es ist die Geschichte der Capulets und der Montagus. Die Choreografie von Reda ist so schnell und aggressiv und wenn man da die Leute nicht auseinanderkennt, sieht man nur noch ein schönes Ballett mit schönen Kostümen. Doch wir wollen hier eine Geschichte erzählen. Und dabei helfen die Farben Rot und Blau. ...153 Kostüme. Eine Mischung zwischen Haute Couture, Street Fashion und vergangenen Epochen. Für jeden einzelnen Darsteller maßgeschneidert. Die Kostümbildnerin Dominique Borg hat Unikate sogar auf Flohmärkten und bei der Caritas aufgestöbert. Diese wurden in den Kostümwerkstätten monatelang bühnentauglich umgearbeitet. Oft liegt der Teufel im Detail. Änderungen sind notwendig und erst bei den Kostümproben stellt sich heraus, ob sich die Darsteller auch wohlfühlen. Wichtiger aber ist Bewegungsfreiheit. Bei dieser Choreografie notwendig. Reiß- und Rutschfestigkeit. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter den Kulissen wird eifrig geprobt. Bei den raschen Umzügen muss jeder Handgriff sitzen. Sekunden zählen. Also mein schnellsten Umzug, glaube ich, irgendwie in einer Minute oder so, keine Ahnung. Und das ist ein Spiel. Also man weiß, es wird funktionieren. Und ich hoffe, dass einfach, wenn wir die Show 6 Monate spielen, dass mal irgendwas passieren wird, dass mal ein Dresser nicht da ist oder so. Denn das macht es natürlich spannend. Und das ist wie ein Roulette-Spiel einfach. Action, Witz und Poesie sind auch in der Garderobe nicht Mangelware. Über 100 hilfreiche Hände garantieren jeden Abend eine reibungslose Vorstellung.
gesehen, das ist ein Umzug in kürzester Zeit. Da? Zu weit, kann ich mehr reden. Da? Wollte ich eine geile Show machen hier und es. Wir haben sozusagen das Gurtensystem entwickelt. Wir haben unter anderem spezielle Gurten eingenäht, die bei diesem sehr schnellen Umzug dann über den Kopf gestreift werden, die aber völlig unsichtbar sind. Maskenbilder müssen auch Perückenmacher sein. Schon lange vor Probenbeginn knüpften sie die aufwendig gestylte Haarpracht. Die Perücken stehen für den üppigen Lebenswandel der Reichen und Schönen. Im früheren Leben zierte das Haar andere hohe Tiere. Das sind Echthaare, in dem Fall ist das also das sogenannte Tierhaar, der Büffelhaar, auch Yak-Haar genannt. Das ist das tibetische Hochlandrind, das uns ihr Fell sozusagen zur Verfügung stellt. Seht doch die mal an, mit dem Turban da, wird das noch ein Schwan. Und warum hoffe ich sowieso, dass er sich entscheidet, statt für Liebesleid, für den Freundeseid. Maskenbildner prägen im wörtlichen Sinn das Erscheinungsbild der Darsteller im Maskenball. Willi Honauer fertigt nach persönlichem Gipsabdruck jedes Darstellers eine eigene Maske. Das Material ist ein spezieller Kunststoff, der üblicherweise im medizinisch-orthopädischen Bereich verwendet wird und hier ein neues Gesicht bekommt. Mercutio, Benvolio und Romeo. Drei Montagues als moderne Boygroup. Wenn man es in die heutige Zeit transponieren würde, das sind sehr gut betuchte Kinder, die eben auf den Straßen ihren Quatsch machen, nicht an Geld denken müssen. Das sind Snobs. Coole Jungs, das ist schon für meine Fußballkarriere, das ist gar nicht so schwer. Wir sind Herrscher dieser Welt. Niemand kann uns stoppen. Die Herrscher der Welt, sie führen ein Leben, das nur ihnen gefällt. Über die Grenzen reicht ihre Sicht, aber nur scheinbar und sehen sie nicht. Herrscher der Welt sind niemals allein, doch bleiben sie einsam im goldenen Schein. In ihren Schlössern wird nie gelacht, anders bei uns. Wir vertanzen die Nacht. Herrscher der Welt, da zeigen wir, wie sie es ausleben, dass sie einfach machen können, was sie wollen und sie genießen das. Und die andere Seite eben, wo es um den Kampf geht, ist das ja im Endeffekt, wenn man sich's durchdenkt, auch nur ein Spiel. Denn eine Fehde basiert ja meistens auf Nichtigkeiten, das sind ja Kleinigkeiten. Diese Jungs, die da miteinander kämpfen, haben ja eigentlich gar keinen Grund, das liegt ja in Generationen davor, warum sie kämpfen. Aber das hat sich so normalisiert, dass sich da ein Hass entwickelt hat, unter den Jugendlichen, den sie gar nicht mehr erklären können. Alles war so unbeschwert, doch schon heute läuft alles ganz verkehrt. Der Tod brach über uns herein und zerstörte unser leichtes Sein. Wir waren Herrscher dieser Welt, davon heut nur noch ein Traum erzählt. Auf den Morgen hell die Sonne lacht, Julia wird ihn nicht zurückgebracht in die Welt.
bin verzweifelt, wie sag ich's bloß?